meine Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich habe gerade diesen Look hier abgeschminkt für euch und das Video wird demnächst online kommen. Und ja, wir kommen jetzt aber zu der Glossy Box. Die ist gestern in der Packstation gelegen und ist wieder in diesem ganz normalen pinken Design. Und ich bin schon mega gespannt, was drin ist. Deswegen schauen wir jetzt gleich mal in die Box. Das Motto diesmal ist Under the Sea. Das ist hier dieses Glossy Magazin und da schauen wir jetzt natürlich nicht rein. Und sie ist sehr leicht und man sieht es auch hier schon. Da ist diesmal nicht ganz so viel drin, oder nicht, was heißt nicht ganz so viel, es sind nicht ganz so große, schwere Produkte. Und als erstes haben wir hier von Purelei ein Armband. Ich glaube, das kann man auch als Haargummi verwenden. Also es gab schon mal von Purelei in der Box. Und das sieht hier so aus. Kann man sich dann hier einfach ums Handgelenk schnalzen. Ja, ist nicht so meins. Werde ich auf jeden Fall weitergeben. Als nächstes haben wir hier von Larizzi Cosmetics ein Bronzer, der war ja, glaube ich, auch in der Sneak Peek drin. Den machen wir jetzt mal auf. Der geht nicht. Also ich hasse es, wenn der hier oben nicht aufgeht, weil da so ein Millimeter Pappe fehlt. Also ja, müssen wir aufreißen, geht nicht anders. Und der Stift an sich sieht so aus. Oh Gott, ist der dunkel. So sieht der Stift aus und ja, der schaut sehr, sehr dunkel aus. Deswegen swatche ich den gar nicht erst und hebe euch den für die Verlosung auf. Nur leider mit einer kaputten Schachtel. Tut mir echt leid, aber der ging nicht anders auf. Und ja, von Davidoff Cool Water haben wir hier ein Produkt drin. Und zwar Woman Moisturizing Body Lotion. Der riecht richtig gut. So einen Schwung raus. Also das riecht richtig, richtig lecker. Oh ja. Ja, das ist ein toller Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut und wird auf jeden Fall weinen. Wird auf jeden Fall verwendet. Ganz, ganz toller Duft. Gefällt mir richtig, richtig gut. Als nächstes haben wir hier von Love die Guilty Eyes Fan Effect Mascara in Waterproof. Und ich habe die L'Oreal Paradise Ecstatic Mascara in Waterproof und ich brauche nicht so viel Waterproof Mascaren. Deswegen könnt ihr euch auch auf die Mascara freuen, weil ich habe die normale Standard schon. Das ist ja die hier, also das ist die wasserfeste und das ist die normale Standard. Und wenn das Bürstchen genauso ist, dann ist das im Endeffekt so ein halb geschwungenes und ist auch eine richtig tolle Mascara, macht tolle Wimpern und kann ich euch echt empfehlen und deswegen kommt die zu euch in die Verlosungsbox auf jeden Fall. Und dann haben wir hier von Inuvette ein Produkt drin. Da hat der Glossy Box öfters mal Produkte von denen drin, meistens halt die Pinsel. Und das ist hier diese wunderschöne Muschel. Sieht richtig, richtig schön aus. Und die Borsten sind auch richtig weich. Ich kann mir vorstellen, dass man sich halt hier richtig gut am Highlight auftragen kann. Ja, dafür werde ich den, glaube ich, auch hernehmen. Und dann haben wir noch einen Rasierer hier drin. Rasiert in beide Richtungen. Okay. Also der Rasierer sieht so aus, hat halt wieder dieses typisch für Frauenrasierer pinke Design. Und man kann hier auch die Klinge wechseln. Also habt ihr hier gleich ein Handstück, wenn euch das gefällt. Na, geh wieder rein. Und so sieht das aus. Also sehr faszinierend, wie das funktioniert.
Ja, ich werde es ausprobieren. Ja, das, das war es auch schon. Also das war... Ah, da ist noch so eine Hülle dabei. Das war alles. Das waren die Produkte. Ja, ich würde sagen, eigentlich Highlight der Box ist die Mascara. Aber wie gesagt, ich habe wasserfeste Mascara und ich brauche sie nicht so oft. Wirklich nur, wenn ich irgendwie schwimmen gehe oder wirklich extrem warm draußen ist. Und ansonsten haben wir hier die Bodylotion. Die finde ich auch richtig, richtig gut. Die gefällt mir echt gut. Und ja, darüber freue ich mich sehr. Und ansonsten war es jetzt eine Box, die mich nicht aus den Socken gerissen hat. Also wirklich nicht so das Optimale. Aber kann ja nicht jeden Monat immer alles hundertprozentig top sein, weil Geschmäcker sind verschieden. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt dann auch schon wieder mit der Box. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn euch die Box, auch gefallen hat und ihr euch auch eine Glossy Box mal abonnieren wollt, dann schaut mal unten in meine Infobox. Da habe ich einen Rabattcode für euch. Da spart ihr 20% auf eure erste Box. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!